Der Ring geht zum Farmen in 4-2. So, okay, sie bleibt da und wir gehen weiter. So, gucken wir mal. Na, Jungs. Oh, oh, nicht wegrennen. So. Das hier, die Jungs aus der Tonne befreien wir auch. Beziehungsweise wir lösen sie von ihren Qualen. Geil ist, dass es schaukelt hier, ne? Also es ist schon Kollisionsabfrage hier, ist schon witzig, ja. Ging, ging. Leicht makaber. Schade, dass man sie nicht abschneiden kann. Ja, naja, gut. Einfach so einen mitnehmen, so Huckpack oder so, ne? Das wär's doch, ja. Gut. Da, da, da. So, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich bin. Ah ja, hier sind wir. Okay. So, hier waren, glaube ich, auch noch mal ein paar Sachen. So, der hier ist, glaube ich, definitiv giftig. Und die anderen nicht. So. Nichtsdestotrotz, wir werden alle aufmachen. So, Ring der magischen Schärfe. Das ist eine Sache, ja, die wir durchaus später, wenn ich euch zeige, wie wir im Hypermodus hier spielen können, also mit wirklich riesen Schadenskraft, ist es einer der besten Ringe für diesen Bild. Ja. Also für diese Skill-Augen passt das am besten. Ja. So, was haben wir noch? So, genau. So, jetzt mal den nochmal auf. Ich guck mal, ob ich irgendwie. Ne, geht einfach nicht. Ne? Der sticht einfach direkt zu. Auch wenn ich direkt versuche wegzukommen. Und man sieht, wie schnell das frisst, ne? Das ist der helle Wahnsinn. Halt. So, Königslotus. Rein damit. So. Aber die paar Punkte ist es uns definitiv wert. So, okay. Vergessen habe ich, glaube ich, nichts. Jetzt kann es ja eigentlich weitergehen. Hier geht's weiter. Ich muss gleich mal gucken, wie lange ich aufnehme, weil ich brauche echt dringend mal eine Pause. Und zwar einmal eine Pipi-Pause. Und ich muss unbedingt mir was zu trinken holen, weil das ist schon wieder alles leer, was hier neben mir steht. Ja. Und dann gucken wir mal. So, hier drüben rein. Hier könnt ihr euch schon mal merken. Ja. Hier geht es nicht weiter. Beziehungsweise hier können wir momentan nichts erreichen, weil uns auf jeden Fall ein wichtiger Schlüssel fehlt. Und das ist der Schlüssel, um hier, Moment, da ist er, um Sage Schräge zu befreien. Der sitzt da drinnen, wie ihr seht. Ne? Also das war das, was wir von da drüben, von der anderen Seite aus gesehen haben. Ne? Da sind wir jetzt gelandet. So, hier muss man immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass man hier wieder runterfällt. Ne? Immer Augen offen halten. So, das heißt, das werden wir auf jeden Fall in diesem Lauf erledigen. Den wollen wir frei haben, den guten Mann. Und dazu holen wir uns jetzt den Schlüssel. Bevor wir halt wirklich den Endboss machen, lassen wir den auch erstmal frei. Ja, dann muss ich hier nicht nochmal hinlatschen. So, okay, also hier die Abzweigung können wir uns ein bisschen merken. Für uns geht es erstmal hier unten weiter. So. So, dann haben wir hier, den habe ich immer wieder übersehen. Hier gibt es zwei Schlüssel, ja, früher immer wieder übersehen. Und ich glaube, dieser Weg ist noch verschlossen. Genau, da müssen wir nochmal an einer anderen Stelle suchen. So, ich muss aber jetzt echt mal gucken. Bleib mal gerade dran, wie lang die Aufnahmezeit ist. Moment. Ja, knappe 10 Minuten noch. Ich probiere es mal einzuhalten, ja? Vielleicht gelingt es mir ja. Ja. Ah, Wahnsinn, ja. So, okay. Hier rein. Jetzt kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen erst hier runter. Ja. Aber da hinten, nee, hier hinten haben wir eigentlich fast nichts verloren, weil hier hinten ist weiße Welttendenz-Event. Ja, das heißt, es hilft uns nicht viel. Wir können trotzdem hier mal ein bisschen durchlaufen. Von da hinten kommt ja einer, der uns ein bisschen hilft. Ach, der uns ein bisschen hilft. Der uns hilft, unsere Grenzen aufzuweisen. So rum, ja. Weil das ist hier wieder so ein Bimmelglöckchen. Ja, den lassen wir mal hier vorkommen. So, komm mal her. So, einmal Gewürz. So, jetzt zeige ich euch, was euch hier erwartet im Endeffekt. Dieser Gang ist auch wichtig zu merken.
Weil hier gehen auf jeden Fall die weiße Welttendenz-Events ab und auch die schwarzen Welttendenz-Events. Also zumindest ein Teil davon. Ups, den konnte ich nicht öffnen. Nee, ist verschlossen. So, weil hier hinten, ich werde es gleich hören. Da. Das kann man, glaube ich, auch nicht öffnen. Genau, das ist alles zu. So, und hier ist Skirver. Ne, ist es Skirver? Ne, wie heißt der nochmal hier? Ich habe seinen Namen vergessen. Ah, verdammt. Ich weiß es nicht mehr. Naja, wie auch immer. Okay, und hier drüben, hier sieht man jede Menge Sachen zu looten. Da ist auch gute Rüstung dabei und alles. Ja. Und das ist hier aber momentan verschlossen, also verschüttet. Und das hier öffnet sich, wenn man weiße Welttendenz hat. Ja, so. Und den hier drüben kann man auch erst dann befreien, wenn man Schlüssel hat. Ja. Und scheint verschlossen zu sein. Also momentan geht hier einfach nichts. Ja. Das ist einfach nur merken, hier gehen später ein paar Sachen ab, die zeige ich euch dann noch. Ja. Wir gucken mal, wie weit wir in Welt 3 heute kommen. Well, you are a sane one, aren't you? My name is Ridiel. Please liberate me from this cell. I have precious little time. I must retrieve an article from my corpse. So, okay, also, das ist ein Teil der Events. Man muss weiße Welttendenz haben, um überhaupt den Zellenschlüssel, um den zu befreien, zu bekommen. Ja, das heißt, ja, wie auch immer, also das funktioniert wie immer, indem man einfach Bosse tötet, ja, und einfach Stück für Stück einfach vorwärts geht und die Welten clear macht, ne? So, also hier ist auf jeden Fall einiges zu erledigen. So, und jetzt kommt nämlich das Vieh, was ich vorhin meinte, was wir Probleme machen können, das ist das da. Ja, seht ihr das? Das hier. So, und da brauche ich auf jeden Fall was zum Casten, anders ist der eigentlich nicht gut zu erledigen. So, was man machen kann, man kann sich so hinstellen, dass er einen selber nicht trifft. Weil man ihn eigentlich locker, flockig mit links erledigt. Lebt er noch? An ihn rangehen würde ich jetzt nicht unbedingt, weil, ganz im Ernst, der haut rein, der macht richtig viel Schaden. Ja, also, der hat so komische, wie heißen sie? So rotierende Klingen, ne, und das tut echt weh. Ja. Okay, wir räumen hier noch ein bisschen auf. Und vor allem muss ich mich auf jeden Fall konzentrieren, weil ich werde demnächst auf Echsen treffen, die wichtig sind. Da drüben ist schon mal eine. Weil die jetzt fangen halt diese Mondscherben halt an zu droppen. Und die sind mir enorm wichtig. Ja, also ich will die alle nach Möglichkeit looten, damit ich auch später wirklich mir mein Unchigatana gut aufbauen kann. So, ich gucke auch hier jetzt erstmal in jede Zelle rein. Und öffne eine nach der anderen. Wir machen einfach mal einen kleinen Rundgang. Ja. Ob jetzt was gefunden wird oder nicht, ist erstmal irrelevant. Einfach mal in jede kleine Zelle reingucken. Das ist übrigens wahrscheinlich hier die dritte Klasse, ne? Weil hier sind die Zellen, also die haben ja nicht mal ein Klo da drin. Ja? Also das, das ist wirklich hier, keine Ahnung, das ist ein Quadratmeter oder so. Ja? Also damit man sich wohl erfüllt, muss man das schon in Kubik messen. Ja? Damit man sagt, okay, nach oben geht es ja auch noch weg. Ja? Aber ansonsten viel Platz ist da nicht. Ja? Die Knaller. Ja? Okay, so. Na, hier geblieben. So, das hier, ja, außer einem Stuhl. Also da passt gerade mal ein Stuhl rein, also man darf sich nicht mal hinlegen, ja, in so einer Zelle, das ist schon fies. So, hier kriegen wir ein paar Sachen. Silberarmreif, das ist ein schönes Ding, das erhöht uns auch, soweit ich weiß, die Seelen. Das ist aber nur von Frauen tragbar, das finde ich überhaupt ziemlich cool bei Demon's Souls. Alles, was man hier findet, ist halt wirklich auch spezifisch, entweder für Weibchen oder Männchen. Das macht schon Spaß. So, hier haben wir schön eine Lamellenrüstung mit Drachenschild. Ja, brauchen tut man es nicht. Ja, ich meine, im Prinzip haben wir ja schon alles, was wir brauchen. Haben wir ja schon an uns. So, gucken wir mal. So, ein paar Mondscherben nochmal hier. Hoffentlich mal langsam müssten sie mal kommen. Auf jeden Fall immer auf der Hut sein hier. Also es gibt immer wieder mal ein paar tückische Fallen.
Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, oh, ich habe Stunden für dieses Gebiet gebraucht, wirklich. Wahnsinn, ja, hier durchgelaufen, runtergefallen, kaputt gegangen und oh, das ist schrecklich. Okay. Also, da drüben habe ich eine Echse, die will ich mir auf jeden Fall erstmal sichern. Irgendwo hier ist noch ein Aufgang, den zeige ich euch gleich. Da, den kann man noch nicht öffnen. Ne, doch, kann man schon öffnen. Aber man kommt nicht sehr weit oben lang, da ist auch ein Welttendenz-Event mit verknüpft. So, jetzt muss ich mich konzentrieren, weil die Echse, die haut definitiv hinten in die Richtung ab und dann geht es direkt in den Abgrund. Das heißt, man muss die wirklich rechtzeitig erwischen. Da, Achtung. Aber so. Mondlicht, Steinscherbe. Schon mal drei Stück, sehr gut. So, was ich meinte ist, wenn man hier weiter aus durchspurtet, ja, so, dann fällt man irgendwann da runter. Ja, weil die Echse, weil die doofe Echse einfach weiterläuft. Okay. Ja, wieder unser Standard-Equipment. Ja, dann haben wir es ein bisschen leichter. So. Ach so, falls sich einer fragt, warum ich mir Mondwaffen nachher machen werde. Ganz einfach. Ich hab ein Video gestern oder so, habe ich hochgeladen. Ich habe ja schon mal ein Spellsword gespielt. Zumindest habe ich einen, den ich noch im PvP benutze. Und da erkläre ich das auch nochmal. Ne? Also Mond ist halt so bis Skillung grob um die 40. Ist einfach die bessere Alternative. Ja? Macht einfach mehr Schaden. Weil das, was ich hier regenerieren kann, also das bisschen mit diesem Fältchen an Magie oder mit dem Halbmond, mit der Halbmond-Version, das ist nicht so viel. Ja, also da habe ich lieber den höheren Schadensoutput und fühle mich etwas auf der sicheren Seite, weil die ganzen Gewürze, die kann man auch überall kaufen. Das ist nicht das große Problem. So, pass auf, hier hinten ist noch ein kleiner Geheimgang. Ich mache jetzt aber trotzdem eine kurze Pause, weil sonst passiert hier echt noch ein Unglück. Ja, das heißt, ich bin gleich wieder da, euer Globot.